Plakat auf dem Foto ist erst 4 Wochen alt. Wenn das Foto echt ist, dann hat sie den Flugzeugabsturz überlebt. Kuss. Kuss. Aufwachen. Die Arbeit ruft. Elena, was tun Sie denn hier? Sie sind auf dem Sofa eingeschlafen. Und ich wollte gerade nach Hause gehen, aber plötzlich wurde mir ganz schwindelig. Ich hatte wohl doch mehr Auspuffgase eingeatmet, als ich dachte. Dass ich geblieben bin, war Ihnen doch recht. Aber sicher. Geht's Ihnen heute Morgen besser? Oh ja, ich habe nicht mehr Kopfweh. Und was ist mit Ihnen? Oh, mir geht's gut, mir geht's gut. Schön. Sie schienen sehr deprimiert, nachdem wir von Eden gesprochen hatten. Und ehrlich gesagt war das auch ein Grund, warum ich lieber hierbleiben wollte. Hören Sie, Elena, das wäre nicht nötig gewesen. Ich habe noch alle meine Sinne beisammen und passe auf mich selbst auf. Aber nachdem Sie gestern so vertrauliche Dinge erzählt haben... Sekunde, ich unterbreche Sie nur ungern. Ich habe jetzt keine Zeit zu reden. Ich bin in 10 Minuten mit Brick verabredet. Und Crew, es tut mir leid, dass ich hier... Sie sind hier? Was hast du denn hier verloren? Vergiss den Haferbrei, heute gibt's Omelette zum Frühstück. Wir haben doch gar keine Eier. Doch, ich habe welche mitgebracht. Wir werden vielleicht mehr davon brauchen, als du gewöhnt bist, aber sie schmecken wirklich gut. Es sind Regenpfeifereier. Hast du schon mal einen gesehen? Man bekommt sie nur selten zu Gesicht. Es ist eine Mischung zwischen einer Wachtel und einem Fasan. Eden, tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag verdorben habe. Ich hoffe, du bist deswegen nicht allzu wütend. Kenis jagt mir Angst ein, wenn du trinkst. Du hast dich schon letztes Mal so aufgeführt, als wüsstest du nicht, was du tust. Und gestern hast du dich fast umgebracht, als du aus der Hütte gerannt bist. Na gut, dann trinke ich eben nichts mehr, wenn ich dich damit beruhigen kann. Ich weiß nicht. Eden, worum geht es wirklich? Ich möchte nicht, dass du immer einen Wutanfall bekommst, wenn ich vom Nachhausegehen rede. Ich denke, es geht dir darum, mich gesund zu machen. Ich kann nicht hier oben bleiben, mein Leben lang. Verstehst du das? Ja, Irene, würden Sie bitte die Behörde zur Vergabe von Ausschanklizenzen anrufen und für mich eine Liste anfordern von allen Bars, die einen Namen tragen, der mit den Buchstaben D-O endet. Ja, und von allen anderen südwestlichen Bundesstaaten fertigen Sie mir die gleiche Liste an. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Ihnen dieses Anliegen etwas merkwürdig vorkommt, aber bitte erledigen Sie das bis heute Nachmittag für mich. Danke sehr. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich denke, ich habe jetzt einen Ansatzpunkt für den Fall Everhard gefunden. Davon rede ich nicht, und das weißt du, sondern von dem merkwürdigen Anrufer für dich, den ich gestern am Telefon hatte. Ich habe dir doch gesagt, es war ein blöder Witz. Und dann hast du ganz schnell aufgelegt. Es gab auch nichts mehr zu sagen. Abgesehen davon konnte ich nicht ungestört reden. Ja, ich weiß, dass Victoria es nicht mag, wenn ich bei euch anrufe, aber ich hatte das Gefühl, es wäre wichtig. Immerhin hatte mir gerade jemand am Telefon gesagt, dass Eden noch am Leben sei. Das war doch wohl nicht das erste Mal, dass er angerufen hat. Da scheint mal wieder deine dramatische Ader durchzuschimmern, Julia. Mason, ich bin doch ein paar Mal dabei gewesen, als du den Telefonhörer abgenommen, ihn gleich wieder aufgelegt hast und anschließend so bleich warst wie eine Wand. Das ist doch immer dieselbe Person, die dich anruft. Habe ich recht? Ja. Aber solltest du da nicht etwas unternehmen in dieser Angelegenheit? Aber was soll ich denn deiner Meinung nach tun, Julia? Ich habe mir in meinem Leben schon eine ganze Menge Feinde gemacht. Besonders in meiner Funktion als Bezirksstaatsanwalt. Erst vor kurzem hat ein Mann, den ich ins Gefängnis gebracht habe, ein Attentat auf mich verübt. Ich vermute ganz einfach, dass mich damit jemand quälen will, der ganz genau Bescheid darüber weiß, wie sehr ich unter dem Tod meiner Schwester leide. Mason, als du damals diese üblen Drohbriefe bekommen hast, hat dich das vollkommen kalt gelassen. Aber jetzt bist du auf einmal völlig fertig und ich könnte wetten, dass das mit diesen Anrufen zu tun hat. Das bildest du dir ein.
Hast du noch jemandem davon erzählt? Nein. Und ich möchte dich sehr darum bitten, dass du diese Angelegenheit für dich behältst. Und Victoria hat auch keine Ahnung. Ich sah keinen Grund, es ihr zu erzählen. Aber was soll denn diese Geheimniskrämerei, wenn sich deiner Ansicht nach nur jemand einen schlechten Scherz mit dir erlaubt? Weil ich auf alle Fälle verhindern will, dass Cruz oder mein Vater oder Sophia Wind von der Geschichte bekommen. Sie würden dieses Märchen womöglich ernst nehmen. Mir ist selbst einiges durch den Kopf gegangen, als ich das am Telefon mit angehört habe. So unwahrscheinlich es auch ist, meinst du nicht, dass Eden doch noch am Leben sein könnte? Nein, das ist absolut unmöglich. Dieselbe Ignoranz hat dich damals in der Affäre mit den Briefen fast das Leben gekostet. Falls dir jemand übel mitspielen will, sollten wir sofort die Polizei anrufen. Nein, keine Polizei, hörst du nicht? In Ordnung, ich werde niemandem etwas sagen. Zufrieden? Aber ich finde, du benimmst dich wie ein Idiot. Wie du meinst. Nachdem wir das endlich geklärt hätten, sollten wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Ich bin überrascht, dass Victoria dir das gegeben hat. Es ist nur eine Kopie. Was auch sonst, das Original ist selbstverständlich irgendwo in einem Tresor sicher aufbewahrt. Wie konntest du nur so etwas Törichtes tun? Es war nicht töricht, Mason. Es war dringend notwendig. Julia, ich bin der Vater deines Kindes. Dass du Papiere aufsetzen lassen hast, indem du auf jeglichen Unterhalt von mir verzichtest, war nicht nur unnötig. Es war dumm von dir und deinem Kind gegenüber verantwortungslos. Dürfte ich vielleicht erklären? Nein, nein, nein. Das war wirklich dumm von mir zu fragen, was du hier zu suchen hast. Ich meine, ich müsste schon unglaublich naiv sein, wenn ich es nicht wüsste. Aber eins musst du mir verraten. Okay. Wie hast du das hinbekommen? Hast du einen miesen Trick benutzt? Ich war bisher immer der Ansicht, dass sich Cruz nicht so einfach zu etwas zwingen lässt, indem man ihm die Pistole an den Kopf hält. Willst du mich weiter beschimpfen, Pearl, oder darf ich dir erstmal erklären, was los ist? Du willst mir was erklären? Nein, du bist mir keine Erklärung schuldig. Immerhin leben wir im freiesten Land der Welt. Für meinen Geschmack ist es sogar etwas zu frei. Gibt's Probleme? Naja, ich bin hergekommen, um zu fragen, ob du wüsstest, wo sie sein könnte. Und sieh mal einer an, sie ist hier. Gibt's Schwierigkeiten im Büro? Nein, nicht, dass ich wüsste. Alles ist in bester Ordnung. Ich lasse euch jetzt wieder allein. Ich fürchte, dass er möglicherweise einen falschen Eindruck gewonnen hat. Das ist ja kein Wunder. Dem äußeren Schein nach könnte man sonst was glauben. Ich habe versucht, ihm alles zu erklären, bevor sie aus dem Schlafzimmer gekommen sind. Nicht weiter schlimm, ich rede nachher mit ihm. Viel wichtiger ist, wo ist Carmen? Sie ist nicht in ihrem Bett. Sie hat ihnen eine Nachricht auf den Schreibtisch gelegt. Sie wollte einen Dauerlauf am Strand machen. Verdammt nochmal. Ich habe ihr schon so oft gesagt, ich will nicht, dass sie da alleine rumläuft. Aber was soll denn so Schreckliches am Strand passieren um 9 Uhr morgens? Nach dem, was ich bisher erlebt habe, sogar ziemlich viel. Ach. Carmen wird bald gar nicht mehr auf sie hören, wenn sie sich weiterhin so aufspielen, als wüssten sie alles besser. Aha, ich mache also alles falsch. Und was empfehlen Sie mir? Soll ich ihr vielleicht absolute Narrenfreiheit geben? Nein, Cruz, das wollte ich damit nicht sagen. Sie sollen sich nur nicht wie ein Wachhund aufführen. Sie sind ihr Bruder, nicht ihr Aufpasser. Dürfte ich Sie mal was fragen? Was ist das für ein Gefühl, ein Genie zu sein, das auf allen Gebieten bestens Bescheid weiß? Erwecke ich diesen Eindruck? Man könnte fast glauben, Sie halten sich dafür. Aber wie oft haben Sie denn schon die Verantwortung für ein Mädchen wie meine Schwester getragen? Wenn Sie mich so fragen, noch nie. Na bitte, habe ich mir fast gedacht. Und jetzt gebe ich Ihnen einen Rat. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Ich muss sagen, wenn ich wirklich so ein großes Genie wäre, das auf alle Fragen eine Antwort weiß, wäre mir bestimmt was eingefallen, mit Ihnen zu sprechen, ohne dass Sie für den Rest des Tages sauer sind. Sie müssen mir schon verzeihen. Ich mag eben keine Leute, die versuchen, sich in mein Leben einzumischen. Ja, das habe ich bemerkt. Aber das ist nicht das Einzige, was ich an Ihnen bemerkt habe, Cruz. Ich habe nie gesagt, dass du für immer hier bleiben musst. Nein, aber jedes Mal, wenn wir davon sprechen, regst du dich furchtbar auf. Immerhin ist dieser Ort ja mein Zuhause. Und deswegen will ich ihn natürlich in Schutz nehmen. Ich liebe diesen Ort. Ich glaube nicht, dass es einen besseren gibt. Und auch du hast es hier gut. Das habe ich noch nie bestritten. Nein, aber du redest die ganze Zeit nur davon, dass du wieder nach Hause willst und du scheinst es gar nicht abwarten zu können, endlich von hier fortzugehen. Da kommt es mir natürlich so vor, als ob du das hier nicht zu schätzen weißt. Kane, ich kann verstehen, wieso du das alles so sehr liebst. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Nein, das verstehst du eben nicht. Es ist nicht einfach nur die Gegend. Ich habe mein Leben lang einen Traum gehabt. Ich träumte von einem Leben in Freiheit und Ungebundenheit. Ich dachte, ich würde es niemals finden, aber hier hat sich mein Traum endlich erfüllt. Und seit ich dich hergebracht habe,
Da habe ich gebetet, dass auch du lernst, diesen Ort zu lieben. Und dass du ihn einmal genauso zu schätzen weißt, wie ich es tue. Ich denke, ich weiß, was du fühlst, Kate. Glaubst du wirklich? Woher solltest du das wissen? Als ich hierher gekommen bin, war ich ein gebrochener Mann, sowohl körperlich als auch seelisch. Aber dieser Ort hat mir Schutz und Frieden gegeben. Und das hat meine Wunden geheilt. Und auch du kannst diese Hilfe finden, wenn du dich nicht dagegen sträubst. Ich habe sie schon gefunden. Aber sie ist an keinen Ort gebunden, sondern an einen Freund. Dir verdanke ich's, wenn ich mich auf dem Weg der Heilung befinde. Und ich hoffe, dass du immer da sein wirst, wenn ich dich brauche. Aber das weißt du doch. Du hast dich entschieden, herzukommen. Hast versucht, deinem bisherigen Leben zu entkommen und bist in die Einsamkeit geflüchtet. Ja, und in dieser Einsamkeit bin ich glücklich geworden. Ich war schon glücklich, bevor ich hergekommen bin. Ich bin damals glücklicher gewesen als je zuvor. Du kannst auch hier glücklich sein. Nicht in dieser totalen Isolation. Du denkst, was für dich das Richtige ist. Es würde für mich niemals wieder so werden wie ich. Ich kann nicht glücklich werden ohne Cruz. Das hier ist deine Welt. Cruz ist meine. Aber was existiert noch in dieser Welt außer ihm? Er lebt in einer Welt, die angefüllt ist mit Grausamkeit und mit Hassgefühlen. Mit Doppelzüngigkeit und mit Verderben. Das kann doch unmöglich die Welt sein, in der du dein Leben verbringen willst. Aber hier gibt es doch auch Tod. Aber das ist kein Mord. Du bist ein Jäger und auch das Wild, das du fängst, lebt vom Töten anderer Tiere. Das tun wir doch nur, um zu überleben. Und wenn Sully irgendwo da draußen wäre, würdest du nicht auch gern bei ihr sein? Würdest du nicht alles tun, um... Sie ist aber nicht da draußen, sie ist tot. Und ich denke manchmal, es war nicht unsere Bestimmung, zusammen zu sein. Vielleicht war es eine Fügung des Schicksals, die dich hergebracht hat. Ich glaube nicht, dass es so war. Das erwarte ich auch gar nicht von dir. Aber du brauchst dich ja nur einmal hier umzusehen und es vergleichen mit der Welt da draußen. Du wirst feststellen, dass alles, was hier passiert, nach natürlichen Regeln geschieht. Das gibt es in der anderen Welt nicht. Und deswegen ist es notwendig, dass du hier bleibst. Nur solange ich nicht laufen kann. Es wird dir an keinem Ort der Welt besser gehen als hier. Kannst du das nicht endlich einsehen? Du musst hier bleiben, um zu überleben. Du befürchtest also, dass ich nicht in der Lage bin, meinem Kind eine finanziell abgesicherte Zukunft zu bieten? Nein, natürlich nicht. Aber was hast du denn sonst gegen diese Vereinbarung? Immerhin verzichte ich hiermit auf finanzielle Ansprüche jetzt und in Zukunft. Bitte glaub mir, ich habe alle nur denkbaren Schritte unternommen, um sicherzugehen, dass mein Kind in jeder Hinsicht finanziell abgesichert ist. Es gab doch gar keinen Grund dafür. Nein, was uns betrifft, existiert sicher kein Grund für eine solche Vereinbarung. Und du weißt, dass ich niemals versuchen würde, mit dem Kind Profit zu machen. Aber es scheint ein Streitpunkt für Victoria zu sein. Mason, ich dachte, du wüsstest diese Geste zu schätzen, aber dass du dich jetzt darüber beklagst. Moment. Ich habe das nicht von dir verlangt. Die Papiere, die Victoria mir vorgelegt hat, habe ich auch nicht unterschrieben. Wenn das so ist, kannst du froh sein, dass du nicht gezwungen warst, etwas zu tun, das gegen deinen Stolz verstößt. Es reicht dir offenbar nicht aus, mir mein finanzielles Engagement vorzuwerfen. Jetzt willst du mir auch noch meine Gefühle in dieser Angelegenheit vorschreiben, Julia. Mason, ich hab dir doch damals gesagt... Es interessiert mich nicht, was du gesagt hast. Von Anfang an hast du so getan, als wäre das nichts weiter als eine geschäftliche Vereinbarung. Als hätten wir einen Handelsvertrag geschlossen. Aber jetzt bist du eines Besseren belehrt worden. Das kann so nicht funktionieren. Wir reden hier nicht über Güter und Dienstleistungen, sondern wir reden hier über ein Baby. Über unser Baby. Es ist mein Baby. Ich bin der Vater. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, diese Tatsache kannst du nicht leugnen. Du kannst nicht verhindern, dass ich etwas für das Kind empfinde. Und du kannst mich mit Sicherheit auch nicht daran hindern, dass ich etwas für das Kind tue. Ich habe es bereits schriftlich niedergelegt. Das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Komm schon, Julia. Du weißt genauso gut wie ich, dass diese Vereinbarung nicht mal das Papier wert ist, auf dem sie geschrieben wurde. Das ist, als ob du mir mitten ins Gesicht sagen würdest, du bist der Meinung, ein werdender Vater verdient keine Rücksichtnahme. Auch wenn ich es nicht ertragen kann, im Streit mit dir klein beigeben zu müssen. Aber mir fehlt einfach die Energie. Die letzten paar Wochen der Schwangerschaft
haben meine Kräfte viel zu sehr beansprucht. Es war bestimmt nicht einfach für dich, mit der Arbeit hier und deinem Privatleben fertig zu werden. Ich hab's geschafft. Aber jetzt bin ich in einer Verfassung, dass ich es kaum erwarten kann, das Baby auf die Welt zu bringen. Das kann ich verstehen. Du solltest dich lieber hinsetzen. Ich bin inzwischen so etwas wie ein Fachmann für Frauen in anderen Umständen geworden. Gut machst du das. Aber du hast keine Chance mehr, mich umzustimmen, weil ich es nämlich nicht ändern könnte, selbst wenn ich es wollte. Ich dachte auch nicht, dass du so leicht umzustimmen bist. Ich gebe aber zu, dass ich noch immer hoffe, von dir die Erlaubnis zurückzubekommen, dich unterstützen zu dürfen. Was den Unterhalt betrifft. Mason, ich habe dir das doch schon so oft gesagt. Mason Capwell? Es geht im Moment nicht. Ich bin nicht allein. Das war er wieder, oder? Nein, das war er nicht. Mason, was willst du jetzt tun? Was hast du vor? Ich habe nur ein paar persönliche Dinge zu erledigen. Das ist alles. Unternimm lieber nichts auf eigene Faust. Was heißt das? Verkauf mich doch nicht für dumm. Julia, wenn du mir wirklich einen Gefallen tun willst, dann heb dir deine Kraft für dich und das Baby auf. Und verschwende sie nicht, indem du dir Sorgen um mich machst. Cruz müsste eigentlich gleich kommen. Na gut, aber habt ihr beide denn schon überhaupt irgendetwas Neues herausgefunden? Ich denke, darüber solltest du lieber mit Cruz selber reden, denn falls es etwas Neues gibt, ist er derjenige, der es zuerst falls weiß. Falls sich überhaupt etwas getan hat, meinst du? Jetzt mach aber mal einen Punkt. Ich will nicht, dass du in dieser Sache Ich denke nicht daran, aufzugeben. Aber die Polizei hat schon aufgegeben. Die haben nicht mehr viel Hoffnung, den Jungen noch mal wiederzufinden. Ich muss nur mal schnell zum Telefon. Ja, ich bin ja gleich wieder zurück. Tag, Jane. Sieh mal, das hier hängt jetzt überall in der Stadt. Ich fürchte, dafür ist es bereits zu spät. Johnny wird vermutlich nicht mehr in Santa Barbara sein. Aber wenn jemand Johnny gesehen hat und uns einen Tipp gibt, vielleicht finden wir ihn auf diese Weise. Zu schön, um wahr zu sein. Aber mit jedem Tag, der vergeht, verblassen die Spuren etwas mehr und damit wird auch die Chance immer kleiner, ihn jemals wieder zurückzubekommen. Ich wünsche mir, es ungeschehen machen zu können. Jane, es hat keinen Zweck, immer wieder darüber zu reden. Ich dachte, er wäre krank und ich war in Sorge, dass es etwas Schlimmes sein könnte. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das keine echten Sanitäter waren. Aber er ist entführt worden und das ist mein Fehler. Es würde mich nicht wundern, wenn du mich jetzt hasst. Jane, ich hasse dich nicht. Ich will ganz einfach nur meinen Sohn finden. Hallo, tut mir leid, ich bin spät dran. Guten Morgen. Also hör zu. Brick, die Liste ist in unserem Fall unwichtig. All diese Kinder werden vermisst? Damit machst du dich nur verrückt. Die meisten dieser Kinder wurden im Verlauf eines Sorgerechtsstreits von einem Elternteil entführt. Meine Güte, das sind ja tausende von Namen aus den letzten Jahren. Das hat nichts mit deinem Fall zu tun, Brick. Ach, ich verstehe. Das heißt mit anderen Worten, falls Johnny von einem Verwandten gekidnappt worden wäre, wäre die Sache etwas einfacher. Also vielleicht habe ich was gefunden. Was? Aber ich möchte deine Erwartungen nicht allzu hochschrauben. Es könnte sich auch um eine Fehlinformation handeln. Was ist es? Raus damit! Ich habe da einen Tipp, dass eine falsche Ambulanz in der Delavina Street in einem Lagerhaus steht. Und möglicherweise haben die Entführer ja so ein falsches Krankenfahrzeug benutzt. Na, das ist doch mal was. Worauf warten wir denn noch? Du willst doch nicht etwa mitfahren? Aber sicher! Das halte ich für keine gute Idee. Cruz, irgendein Unbekannter hat meinen Sohn entführt. Und du verlangst von mir, dass ich warte? Und die von der Polizei sagen mir, sie könnten nichts tun und deshalb muss ich selbst was unternehmen, klar? Wenn ich jetzt nach Hause gehe, fange ich an, Johnnys Spielsachen anzustarren. Dann laufe ich in seinem Zimmer auf und ab und verliere langsam aber sicher den Verstand. Ich bitte dich, wenn der Kerl uns auch nur den kleinsten Hinweis nennen kann, um auf die Spur der Kidnapper zu kommen, habe ich das Recht, dabei zu sein. Also meinetwegen. Hör zu, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit, aber nur unter der Bedingung, dass du so tust, als wärst du mein Zeuge. Ich bin der, der die Fragen stellt. Du kannst dabei stehen, wie auch immer, aber ich stelle dem Mann die Fragen. In Ordnung? In Ordnung.
sagen, dass ich vor irgendetwas da draußen Angst haben sollte? Was? Du sagst, nur hier kann ich überleben. Das hört sich ja fast so an, als würdest du auf etwas Bestimmtes anspielen. Es wimmelt nur so von Gefahren. Da gibt es doch jede Menge Verbrechen gegen die Menschen und gegen die Umwelt. Menschen, denen du vollkommen egal bist oder die dich ganz einfach nur ausnutzen wollen. Du meinst wie diese Frau, der ich meine Lähmung zu verdanken habe. Ja, genau. Diese Welt da draußen ist voll von solchen Verbrechern. Zu Hause sind Menschen, die mir helfen, die sich um mich kümmern. Hast du nicht gesagt, der Grund für dich hier zu sein, ist der, dass du von niemandem bemitleidet werden willst? Das will ich auch nicht. Denk doch mal drüber nach. Wenn du im Rollstuhl nach Hause zurückkehrst, immer noch nicht fähig, dich zu bewegen, wie willst du... Ich werde nicht für immer in diesem Rollstuhl sitzen. Doch, wenn du es ablehnst, dass ich dir helfe. Versteh bitte, ich bin der Meinung, dass sie mit all ihrem Geld und mit ihren Heerscharen von medizinischen Experten, die dich untersuchen werden, nichts Besseres für dich tun können, als ich bereits für dich getan habe. Kane, ich wäre immer noch in diesem Bett, wenn du mir nicht geholfen hättest. Nein, all deine Fortschritte verdankst du ganz allein dir selbst. Dir und all der sauberen Luft hier oben und der gesunden Nahrung. Und den heilsamen Kräften, die es hier gibt und die Natur um uns herum wachsen und gedeihen lässt. Du musst hier oben bleiben, damit sie das Wunder auch an dir vollbringen. Ich habe das Gefühl, als würde ich mich rückwärts bewegen. Als ich das erste Mal an Krücken gegangen bin, dachte ich, dass ich meine Kraft wiederbekommen würde. So schnell wie du möchtest, geht es leider nicht. Aber es kommt der Tag, an dem du nicht mehr auf mich angewiesen bist, indem ich dir dein Essen bringe, etwas für dich erledige oder dich zum See runtertrage. Vielleicht willst du andeuten, dass ich kein Selbstvertrauen hätte, das weiß ich schon längst. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, ohne dir weh zu tun. Aber wenn du wirklich entschlossen bist, als der Mensch zu deiner Familie und zu Cruz zurückzukehren, der du einmal gewesen bist, und als den sie dich in ihrer Erinnerung zurückbehalten haben, dann wirst du noch sehr viel Geduld haben müssen. Mason hatte mich gebeten zu kommen, um ein paar Unterschriften zu leisten. Sie sehen ja, er ist zurzeit nicht da. Offensichtlich. Ich muss sagen, ich bin nicht gerade überrascht, Sie hier zu treffen. Sie haben auch einen Termin mit ihm? Nein, ich habe nur etwas recherchiert. Nun bin ich fertig und werde ganz schnell gehen. Wo ist er denn? Er wollte etwas erledigen. Er wird wohl bald wieder zurück sein. Mason Capwells Büro. Ist das nicht Masons Privatanschluss? Aha, ja, das ist er. Warum sind Sie dann rangegangen? Das war wohl die Macht der Gewohnheit. Das glaube ich nicht. Ich denke eher, Sie wollten verhindern, dass ich rangehe. Ach, Victoria, warum sollte ich verhindern wollen, dass Sie ans Telefon gehen? Das frage ich mich selbst. Und ich wundere mich auch, warum Sie nicht überrascht waren, dass dieser Anrufer gleich wieder eingehängt hat. Ich war überrascht. Nein, das waren Sie nicht. Sie haben sich eher so verhalten, als hätten Sie das erwartet. Victoria, falls Sie sich mit dem Gedanken tragen sollten, eine eigene Detektei zu eröffnen, bitte. Aber suchen Sie sich jemand anderen zum Üben. Was geht hier vor? Schön, also gut. Mason hat hier im Büro anonyme Anrufe bekommen, das ist alles. Das ist zu Hause auch schon passiert, aber er sagt, ich muss mir keine Sorgen machen. Da hat er vermutlich recht. Was Sie nicht sagen, worum geht es bei diesen Anrufen? Das weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht. Ich sehe nur, dass ihm das ziemlich zu schaffen macht, aber das werden Sie sicher auch schon bemerkt haben. Wie Sie sicherlich wissen, hatten wir eine ganze Reihe Probleme in letzter Zeit und es ist äußerst schwer zu entscheiden, welches davon ihn besonders beunruhigt hat. Er steht unter einem gewaltigen Druck und ich weiß nicht, wie lange er das noch aushalten kann. Sie wissen mehr, als Sie mir sagen wollen. Victoria, wenn Sie antworten wollen, sollten Sie lieber zu Ihrem Mann gehen. Ich will auf der Stelle die Wahrheit hören. Nicht. Na endlich. Bitte. Hören Sie, dann werden wir den Termin eben verschieben. Ja. Es ging ja schnell. Haben Sie jemanden erreicht? Ja,
Hat sich was geändert? Nein. Aha. Oh je. Oh. So was passiert nur mir. Sie wollten gerade wieder Mason Campbell anrufen, richtig? Ja. Ich war immer der Ansicht, dass Apachen so einen magischen sechsten Sinn hätten. Aber was die Begabung anbelangt, sich lautlos und unsichtbar bewegen zu können, scheint Ihnen Mason Campbell etwas überlegen zu sein. Sie haben nicht einmal bemerkt, dass er gerade hereingekommen ist. Ich war zu beschäftigt. Schon gut. Es ist wirklich dumm von Ihnen, immer nur von diesem Restaurant aus anzurufen. Und es ist mir auch ein Rätsel, warum Sie hier unbedingt arbeiten müssen. Ich bezahle Sie nicht, damit Sie kellnern. Ich muss mich dort aufhalten, wo ich ihn gut beobachten kann. Kümmern Sie sich nicht so viel um das Geschirr, fangen Sie endlich mit dem Beobachten an. Und keine Anrufe mehr von hier aus, klar? Ganz wie Sie wollen, Sie sind der Boss. Gut. Abgesehen davon, ich finde, der Ärmste hatte unseretwegen genug schlaflose Nächte. Wir geben ihm jetzt den Rest. Was ist? Was hat er gesagt? Er sagt, er hat die Lagerhausgarage vermietet an einen Kerl namens Steadman, wohnhaft in der St. Dune Road 31, und er hat bar bezahlt. Wann hat er ihn zuletzt gesprochen? An dem Tag, als er in die Garage vermietet hat. Scheint so, als ob Turner nicht sehr oft in diese Gegend kommt. Was sollen wir damit anfangen? Ist das alles? Tut mir leid. Den werde ich mir mal vornehmen. Rick, jetzt warte doch mal. Ich habe alles erfahren, was aus dem Kerl rauszuholen war. Glaub mir. Es ist Monatsmitte. Vielleicht kommt dieser Steadman bald, um den Mietvertrag zu verlängern. Damit sollten wir nicht rechnen. Die wissen vermutlich schon, dass wir ihn auf den Fersen sind. Ich glaube, das ist der Mann da hinten. Wer? Der Sanitäter. Ich meine, das ist die gleiche Uniform wie... Nein, Rick, nicht! Das kann nicht der Sohn sein! Wo ist mein Sohn? Was hat der mit ihm gemacht? Break. Ich werde nicht lange fort sein. Ich will nur neue Vorräte besorgen und bin schätzungsweise heute Nachmittag wieder zurück. Kane? Was hat der Verkäufer wohl gedacht, als du damals sagtest, du willst Make-up? Kann ich dir nicht sagen. Dass ich eine Freundin habe, vermutlich. Soll ich dir diesmal wieder welches mitbringen? Nein. Danke. Kann ich dir noch einen Gefallen tun, bevor ich losgehe? Nein. Ich hoffe nur, dass ich eines Tages wieder so weit sein werde, mit dir zusammen zum Laden gehen zu können. Ich bin bald wieder zurück. Kommen Sie doch jetzt mal wieder zu. Sie wollen mich wohl veralbern. Jetzt verpassen Sie mir eine und dann... Hören Sie doch mal zu. Haben Sie zufällig Kinder? Ich erzähle Ihnen was. Haben Sie ein Kind? Ja. Ist das verboten? Also, er da hat auch einen Sohn und er ist gerade gekidnappt worden von jemandem, der genauso eine Uniform anhatte wie Sie. Verstehen Sie, wir sind hier, um rauszubekommen, wer das gewesen ist. Kein Wunder, dass der Mann durchdreht. Tja, also machen Sie bitte keine Affäre daraus. Gehen Ihre Einsätze von hier aus los? Nein. Unsere Garage liegt ungefähr einen halben Block weiter. Von mir aus vergessen wir die Sache. Ein blaues Auge wird mich nicht umbringen. Ich hoffe, Sie finden Ihr Kind. Danke. Und nochmals Entschuldigung. Geht's dir jetzt besser? Ja, alles in Ordnung. Tut mir leid. Etwas Gutes hat die Sache wenigstens. Wir wissen, warum der falsche Krankenwagen kein Aufsehen erregt hat. Denn wenn um die Ecke die echten Sanitäter stationiert sind, fahren die ständig hier rum. Aber was wollten Sie mit Johnny ausgerechnet hier? Kann ich auch noch nicht sagen. Aber mit dem, was wir über Steadman wissen, haben wir eine Chance, es rauszufinden. Also los. Es macht doch Spaß, oder? Mhm. Ist deine Schokolade. Die hast du dir verdient, weil du so brav warst. Du solltest sie lieber für nachher aufheben, wenn ihr ins Flugzeug müsst. Da ist noch eine ganz besondere Zutat drin. Johnny wird schlafen wie ein Murmeltier, wenn wir ihn zum Flughafen bringen und an Bord keinen Mucks machen. Und wie sieht der Junge aus, wenn ihr in Chicago seid? Ich will nicht, dass Sie denken, wir liefern Ihnen ein krankes Kind. Keine Sorge, bis dahin wird die Wirkung nachlassen. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, sind Komplikationen. Ich bin allergisch dagegen. Es gibt keine Komplikationen. Ganz bestimmt nicht. Es wird dir in Chicago sicher gefallen, wenn du bei deinem neuen Papa und deiner neuen Mama bist. Sie sind sehr reich. Und du wirst alles bekommen, was du dir in deinem Leben wünschst und woran du nicht mal zu denken wagst. Hast du denn an alles gedacht?
Sicher. Ich habe unsere Flugtickets, die Papiere. Doch, mein Schatz. Die Papiere sowie Namen und Adresse von Johnnys zukünftigen Eltern. Noch ein kleiner Tipp, den Namen Johnny solltest du endgültig vergessen. Fernando. Und denk daran. Übergib das Kind nicht diesen Möchtegern-Eltern, bevor du den vollen Betrag nicht in der Hand hast. Mit Geld gehe ich immer sorgfältig um. Das möchte ich dir auch raten, Dora. Wenn nämlich nur ein bisschen von der ausgemachten Summe fehlt, verspreche ich dir, dass die Auswirkungen nicht sehr erfreulich für dich sein werden. Du verstehst, was ich sagen will. Ja. Wunderbar. Und wann werde ich bezahlt? Nachdem du Fernando abgeliefert und mir das Geld gebracht hast, kriegst du deinen Anteil. Vorausgesetzt, dir passieren keine Patzer. Du machst dir unnötig Sorgen. Das ist so ein süßer Kerl. Wir beide sind ein tolles Team, nicht wahr, mein Liebling? Dir werde ich wieder laufen können. Aber du wirst mir nicht vorschreiben, wohin ich gehe. Und das ist nur die Liste von Kalifornien? Sie haben Glück, dass es nicht geht, Ora. Der beliebteste Name für Bars ist offensichtlich noch immer Agogo. Bitte bringen Sie mir auch die anderen Listen, sobald Sie sie haben. War sonst noch was los? Nein, nur Ihre Frau ist vor dem Essen kurz hier gewesen. Sie hatte ein Gespräch mit Miss Wainwright. Ich habe sie gefragt, ob sie eine Nachricht hinterlassen wolle, aber sie war nicht sehr gesprächig. Oh, dafür wird sie umso mehr sagen, wenn ich nach Hause komme. Ich danke Ihnen, Mary. Mason Capwells Büro. Verdammt. Mason Capwell? Sie halten sich wohl für sehr klug, Capwell. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Denken Sie, ich kenne Ihre Stimme nicht? Sie haben versucht, mich zu überrumpeln. Aber das war ausgesprochen dumm von Ihnen. Hören Sie mir zu. Ich will wissen, was mit Ihnen los ist und wie es ihr geht. Das hängt von Ihnen ab. Ich will mit ihr sprechen. Ich bezahle Ihnen, was Sie wollen. Sie kriegen von mir, was Sie verlangen. Aber zuerst will ich sicher sein, dass Eden am Leben ist. Schreiben Sie mir gefälligst nicht vor, was ich tun soll. Das weiß ich allein. Sie werden bald erfahren, wie die Spielregeln aussehen. Und wenn es soweit ist, dann befolgen Sie sie am besten in allen Einzelheiten. Oder aber Ihre entzückende kleine Schwester ist schon so gut wie tot. Gibt's was Neues? Nichts Aufregendes. Die einzigen Kinder in seiner Altersklasse sind inzwischen überprüft worden. Sollten Sie ihn aus der Stadt geschafft haben, dann nicht mit einer Linienfluggesellschaft. Warum sollten Sie unbedingt geflogen sein? Vielleicht haben Sie auch einen Zug oder einen Bus genommen, bevor die Straßensperren errichtet worden sind. Andererseits gesehen wussten Sie ja gar nicht, wie viel Zeit Sie hätten, um Ihren Plan auszuführen, bevor Jane und Brick ihn auf die Spur kommen würden. Sie denken, die hätten die Gelegenheit versäumt, Johnny fortzuschaffen? Eine Möglichkeit. Vielleicht wollen Sie auch abwarten, bis sich die Sache abgekühlt hat, bevor Sie etwas unternehmen. Hast du etwas über Stedman rausgekriegt? Nichts. Unter der Adresse gibt es nur eine riesige Sanddüne. Ich habe zwar mit allen Leuten in der Gegend gesprochen, aber niemand hat ihn jemals zu Gesicht bekommen oder von ihm gehört. Aber Sie haben doch wohl nicht angenommen, dass diese Adresse richtig sein könnte. Nein, die waren viel zu vorsichtig, um bei einer Kleinigkeit zu schlampen. Offensichtlich sind das Profis. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollten wir es mal in L.A. oder San Francisco versuchen, ob es da irgendwelche Fälle von Kindesentführungen gibt, die Ähnlichkeiten mit unserem aufweisen. Du solltest etwas zuversichtlicher tun. Brick ist da draußen und er ist in keiner guten Verfassung. Das weiß ich, Pearl, aber ich bin auch kein Zauberer. Warum fährst du nicht raus zum Flughafen und überprüfst die Abflüge? Denn falls Sie schon wissen, dass wir ihn auf der Spur sind, wollen Sie sicher keine Zeit mehr verlieren. Ich werde mir mal zusammen mit Elena... Nein, nimm bitte Jane und Brick mit. Ich habe was anderes zu tun für Elena. Ich verstehe. Sieht ganz so aus, als dürfte ich mir da draußen wieder mal die Absätze schieflaufen. Was zum Teufel soll das bitte heißen? Wir versuchen, ein Kind zu finden, verdammt. Einer von uns muss ja entscheiden, wo es lang gehen soll, oder? Ich bin hier der Boss und deswegen bin ich derjenige, der die Entscheidung trifft. Hast du damit Schwierigkeiten? Überhaupt nicht. Und was ist mit Ihnen? Haben Sie Schwierigkeiten? Nein. Großartig.
Eden? Eden, wo bist du denn? Eden! Eden! Nein! Was machst du denn da? Hey! Wo bist du gewesen? Aber ich habe doch nur versucht, ein bisschen herumzulaufen. Du solltest nicht alleine rumlaufen, hast du verstanden? Ich wollte doch nur... Du ruinierst alles, wofür wir gearbeitet haben. Ist das das, was du willst? Nein! Na gut, alles sehr gut. Und jetzt wirst du genau das tun, was ich dir sage. Und ich warne dich, wenn nicht. Wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann, bind ich dich an den Stuhl fest. Sie können gleich an Bord gehen. Vielen Dank, Sir. Bitte sehr. Dann wollen wir mal, Fernando. Wir werden mit diesem Schalter anfangen. Lass es uns noch einmal versuchen, ja? Und darf ich mal stören? Hat sich heute Morgen schon ein Fluggast mit einem kleinen Kind bei Ihnen eingecheckt? Ich meine wirklich fast noch ein Baby, auf alle Fälle unter 3 Jahren. Ja, aber das war eine junge Dame von den Philippinen. Sie war auf dem Weg von Manila nach Chicago und hatte ihren kleinen Sohn dabei. Sah der Junge vielleicht wie dieses Kind hier aus? Nein, das ist... Bitte, sehen Sie ganz genau hin. Ach komm schon, das führt doch zu nichts. Jetzt renn doch nicht gleich wieder weg. Warum fliegt diese Dame von Manila nach Chicago mit Aufenthalt in Santa Barbara? Sie müsste über L.A. fliegen. Ja. Könnten wir uns mal diese Philippinen ansehen? Ja, sicher. Aber er hat ihn doch auf dem Foto nicht wiedererkannt. Was redest du da? Damit schaden wir niemandem und außerdem sollten wir nichts unversucht lassen. Das Flugzeug nach Chicago befindet sich leider schon auf dem Rollfeld. Dann halten Sie es auf. Nicht ohne polizeiliche Anordnung. Das kann sowieso nicht Johnny gewesen sein. Sonst hätte der Mann ihn erkannt. Oh, und was steht jetzt auf dem Programm? Wir fangen nochmal von vorn an. Wir haben doch aber jedes Detail schon ungefähr 10-mal durchgenommen. Und wir werden es alles noch 100-mal durchkommen müssen, bevor wir etwas finden. Aber auf diese Weise geht es nicht weiter, Cruz. Es kommt mir so vor, als ob wir ständig gegen Wände anrennen, egal von welcher Seite wir es angehen. Worüber regen Sie sich auf? Haben Sie noch nie so einen Fall gehabt? Das können Sie mir nicht weismachen. Ich kenne doch Ihren Lebenslauf. Sie geben doch sonst nicht auf, oder? Wir haben sicher etwas übersehen. Nein, hören Sie auf zu jammern. Nicht. Doch. Es gibt etwas. Es gibt kein perfektes Verbrechen, egal wie professionell diese Leute sind. Sie haben irgendetwas übersehen und wenn wir in der Lage sind, den Punkt zu finden, der ihnen entgangen ist, dann haben wir sie. So einfach ist das. Vielleicht hat ja Pearl am Flughafen was Neues herausbekommen. Wo wir nun schon über ihn sprechen. Was war da vorhin los? Das fragen Sie mich? Ja, das tue ich. Er benimmt sich seltsam. Ich würde sagen, seit ungefähr 2 Wochen, seitdem Sie... Sie wollen sagen, seitdem ich in Ihr Team kam? Ja. Gibt es da etwas, das ich wissen muss? Hey, Cruz, ich dachte, unsere Beziehung wäre mehr geschäftlicher Art. Also, was ist los? Nun, ich möchte wirklich nichts Falsches sagen. Aber Pearl ist nun mal ein völlig gesunder, junger und normaler Mann mit allen typischen Neigungen. Und ich habe öfter gehört, ich wäre nicht unattraktiv. Ich muss zugeben, Sie sind sehr hübsch. Danke, Boss. Hier, ich habe dir einen Tee gemacht. Falls du jetzt wieder rein möchtest. Ich habe alles sauber gemacht und aufgeräumt. Das Geschirr auch? Nein, das Geschirr war nicht mehr zu retten, aber ich habe es sowieso nicht leiden können. Du scheinst alles kaputt zu machen, was du nicht leiden kannst. Ich sag doch, es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Sag mir, warum du es getan hast. Ich weiß nicht, was da über mich gekommen ist. Ich kam zurück und du warst nicht da. Auf einmal hatte ich Angst, dass du niemals zurückkommen würdest. Du weißt, dass ich nicht sehr weit kommen würde. Das weiß ich, aber ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich war hier allein und du warst nicht da und... Ich weiß auch nicht, es war wie eine dunkle Wolke, die auf einmal über mich kam. Dann kannst du dir vielleicht erklären, warum ich Angst vor dir habe. Ich will dir keine Angst machen. Es ist nur... Weil ich jetzt schon daran denke, dass du fortgehst. Auch wenn es noch lange nicht so weit ist. Aber allein der Gedanke, du könntest an so einen Ort gehen, wo die Menschen sich gegenseitig wehtun, der Gedanke, dir könnte wehgetan werden. Diese Vorstellung erschreckt mich. Ich tue das nur, weil mir so viel daran liegt, dass es dir gut geht. Wenn das so ist, verstehe ich nicht, warum du mich so tyrannisierst.
Ich sage doch, es tut mir leid. Du sagst jedes Mal, dass es dir leid tut. Aber das hält dich nicht davon ab, immer wieder in blinde Wut zu geraten. Weißt du, was ich mir dann wünsche? Dass ich wegrennen könnte. Aber ich kann nicht wegrennen. Und das weißt du genau. Eden. Du musst doch wissen, dass ich dir niemals im Leben wehtun könnte. Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob du mir nicht doch was antun würdest. Ich schwöre dir, von diesem Moment an werde ich dich niemals wieder so behandeln, dass du Angst vor mir haben müsstest. Das schwöre ich dir.